Moin zusammen, weiter geht's mit Expeditions Rome. Und ja, wir haben unser eigenes Lager, das wir hier verwalten können. Dafür brauchen wir allerdings noch eine ganze Menge Ressourcen. Also bis ich da das nächste Mal reinschaue, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wir lassen jetzt die Karte und starten die Belagerung von Mytilene. Legion entsenden. Eure Legion ist jetzt bereit, den nahe Mytilene gelegenen Außenposten einzunehmen. Zum Entsenden eurer Legion aktiviert Highlights Anzeigen. Wenn ihr das nicht schon getan habt, Standardeinstellung alte links. Und klickt dann auf Garnison in Mytilene. Okay, 2695 Mann, Moral minus 20. Voraussetzung 1 Stunde 25 Minuten, 1200 brauchen wir. Und 4,8 hatte ich ja, glaube ich. Gegnerische Armeestärke 1520. Legionsmission. Das Fenster mit Missionsinformationen zeigt euch Schwierigkeit, Vorratskosten und Dauer einer Mission an. Da dies eine Schlacht ist, wird die Legion auf dieser Mission Männer verlieren. Legionsmission. Mit Fortschreiten des Spiels werdet ihr weitere Möglichkeiten erhalten, das Schicksal zugunsten eurer Legion zu wenden. Derzeit besteht eure Anzeige einzige Möglichkeit, daran anzugreifen. Klickt auf Außenposten ein. Okay, marschieren wir jetzt rüber oder was? Mal Lagerhaus. Schlacht. Legio Victrix greift mytilenische Rebellen in der Garnison Mytilene-Region. Ein Kampf entscheiden. Wahl eures Kommandanten. Als erster Schritt solltet ihr in der Schlacht entscheiden, welcher Zenturier das Kommando führt. Je nach Klasse und Kommandospezialisierung werden für jeden Zenturier verschiedene Ausgänge vorhergesagt. Trefft eure Auswahl aufgrund dieser Vorhersagen. Wahl eures Kommandanten. Meuterei-Risiko beruht auf der Zustimmung des Centurios. Meuterei kann zum Verlust von Ressourcen führen oder dazu, dass Männer nach der Schlacht verloren gehen. Hohe Legionsmoral kann die niedrige Zustimmung eines Kommandanten ausgleichen. Das gleiche gilt auch andersrum. Siegwahrscheinlichkeit. Achso, ich habe gar nicht gesehen. Warte mal. Previous. Nochmal Previous. Das ist die Gesamtauswahl. Risiko der Befehlsverweigerung 0%. Guck mal, der hat hier 30% Risiko Befehlsverweigerung. Was ist mit dir denn los? Siegwahrscheinlichkeit zeigt euch an, wie wahrscheinlich es ist, dass der Centurio diese Schlacht gewinnen wird. Überlebenschance warnt euch, wie wahrscheinlich es ist, dass die Centurio die Schlacht überleben wird. Ihr wollt diese Zahlen hoch sind. Okay, 84%, 95%. Guck mal, ich wollte eh mit den Belagerungskollegen dahin. Erhalt eine Mannstärke. Wahl eures Kommandanten. Erhalt eine Mannstärke und geplünderte Ressourcen sind Wahrscheinlichkeitsbereiche. Je weiter rechts, desto besser. Und ein größerer Balken bedeutet größere Unsicherheit. Okay. Ja, also ganz ziemlich weit rechts, schmal grün ist schon besser als ziemlich weit links und breit rot. Geplünderte Ressourcen. So, wo habe ich denn. So, du gehst auf jeden Fall hin, mein Freund. Plünderungsreichweite. Enthält die Nahrung und Materialien, um Ausrüstung herzustellen. Okay, bestätigt. Belites Mandata Expectant. Kriegslisten. Ja, als nächstes kommt noch, dass ich hier die Armee selber steuern muss, wie bei Rome Total War. Bei Kriegslisten. Jede Phase einer Schlacht beginnt mit der Wahl einer Kriegsliste. Wenn ihr mit der Maus darüber fahrt, werden euch die vorausberechneten Auswirkungen in der oberen Leiste und in der Stärkeleiste angezeigt. Kriegslisten. Schlachten sind von Natur aus unvorhersehbar und die verfügbaren Kriegslisten werden daher jedes Mal zufällig bestimmt. Er baut eine Werkstatt in euren Außenposten und weist einen Praetorianer zu, um eure Auswahl zu erweitern und Kriegslisten zu verbessern. Ja, das habe ich ja eh vor, dass ich da mit Katapulten erstmal so eine Stadt belagere. Stärkeleiste. Diese Leiste zeigt die Stärke der Legion an, verglichen mit der gegnerischen Armee an. Die Einheit, die am Ende der Auseinandersetzung am meisten Stärke übrig hat, entscheidet die Schlacht für sich. Stärke verändert sich in jeder Phase auf Grundlage der Eigenschaften eures Kommandanten. Veränderungen nehmen mit jeder vergangenen Phase zu. Zerstreuungsgrenze. Videos. Okay. Next. Zerstreuungsgrenze zeigt den Punkt an, ab dem die feindliche Armee gänzlich zerstört sein wird. Versucht, ihre Stärke bis unter diesen Punkt zu senken, ansonsten werden verbleibende Truppen fliehen und sich ihren Verbündeten anzuschließen. Okay, feindliche Verteidigung. Lasst eure Mitte schwach, um den Feind dazu zu verlocken, dort anzugreifen und umschließt
ihn dann mit euren taktischen Reserven. Ja, schwaches Zentrum. Ausgedehnte Linie. Stellt eure Manipel in einer einzigen Linie auf, die über die feindlichen Formationen hinausgeht. Dies ist eine vorsichtige Formation, die eure Flanken schützt. Spielerverteidigung. Risiko für Centuriones. Eine geschützte Flanke positioniert eure Legion mit einer Seite gegen eine natürliche Barriere und konzentriert eure Leichtinfanterie auf der überliegenden Seite, um dies zu stärken. Risiko für den Kommandanten, Risiko für Centurios. Feindliche Aggressivität. Ja, komm, geschützte Flanke, mach mal schön vorsichtig. Bestätigen. Ach, wie krass ist das denn, ey? Geht's ab gleich. Noster Legio hostem impetivit. Wie geil war das denn bitte? Das Spiel macht ja richtig Laune gerade. Also nicht ganz so kompliziert und unübersichtlich und actionreich wie bei Rom Total War. Aber das gefällt mir richtig gut. Jetzt haben wir so die erste Schlachtphase hinter uns gebracht. Eure Legion ist im Feindkontakt. Wählt eure Strategie für diese Schlacht. Ansturm. Befehlt euren Manipulen gegen die gegnerische Reihen anzustürmen. Diese blutige Taktik wird auf beiden Seiten hohe Opfer fordern. Gegnerische Mannstärke. Pila werfen. La Cita Pila. Oder La Cita. Also, ja, egal. Sobald sie in Reichweite sind, werden eure Legionare ihre Pila auf die feindlichen Linien werfen, bevor sie in den Nahkampf stürmen. Ja, gegnerische Mannstärke, Spielerverteidigung. Genau. Befehlt euren Legionari, die Schilde gegen den Boden zu stemmen. Einige sichere und ordentliche Taktik, aber die Männer mögen keine Zurückhaltung. Nee, komm, schmeiß die Speere, dafür sind sie da. Da zieht der Pila! Eigentlich müsste die Kavallerie außen rum und von hinten in die Fernkämpfer. Tempestas peor fit. Oh, wie füllen sich die da auf? Achso, nee, wenn ich hier irgendwas nehme. Okay. Teile und herrsche. Nutzt das Chaos in den Reihen eurer Feinde aus, indem ihr ihre Truppen in kleinen Gruppen teilt, die so problemlos besiegt werden. Gegnerische Mannstärke, Plünderungsreichweite 10 bis 10. Ach, guck mal, dann kriegen wir weniger geplündert. Das Wetter ändert sich. Die Schlacht hat sich eine Weile hingezogen. Das Wetter verschlechtert sich. Das könnte eine Chance für euch erweisen. Entdeckung gehen. Befehlt euren Legionären, sich zurückzuziehen. Entdeckung zu gehen und abzuwarten, bis der Kampf sicher wieder aufgenommen werden kann. Aus eigener Kraft. Condite Vestras Ponte. Brecht die Formation auf und kämpft einzeln. Der Feind wird hohe Verluste erleiden, aber es werden auch mehr Legionare vermisst werden. Vermisst werden, das ist gut. Ich nehme mal das hier. Legionsmoral ist plus 5 und gegnerische minus 5. Lassen wir sie so ein bisschen verzweifeln an unserer Front. Und hier oben ist vermisste Soldaten. Vermisst ist echt gut. So, Entdeckung gehen. Ja,
Mist, ey. Finita est! Hostis iutius pugnare non potest! Nein, also die letzte Geschichte war nicht so gut. Ich habe irgendwie knapp 350 verloren, glaube ich. So, eure Legion ist siegreich. Wählt, wie ihr nach dem Sieg weiter vorgehen wollt. Feiern, erlaubt dem Sieg, sich zurückzuziehen und gebt euren Legionare die Erlaubnis, den ruhmreichen Sieg mit Wein und Gesang zu feiern und die Moral zu heben. Moral plus 10. Verfolgen, nutzt den Vorteil aus und überrennt die Position des Feindes und macht alle nieder, während sie fliehen, damit sie nicht an einem anderen Tag weiterkämpfen. Ja, das ist immer so mein Favorite. Gnade zeigen. Nehmt verletzte und besiegte Feinde gefangen, aber sorgt dafür, dass ihnen kein weiteres Leid geschieht. Manche können eine Anstellung eurer Legion akzeptieren. Guck mal, da kriegst du sogar mit Leuten wieder. Nee. Minus 250 bis 500. Verfolgt sie. Keine Gnade. Instate hostibus eos persequimini! Erfolgreiche Eroberung. Ihr habt gesiegt. Wenn die Mannstärke des Feindes weit genug gesenkt wurde, wird sich die Armee nun auflösen. Ansonsten wird sie sich zur nächsten mit ihr verbündeten Armee zurückziehen. Kriegsbeute. Ihr könntet einen Anteil des Plünderguts erhalten, das eure Leute den toten Feind abgenommen haben. In diesem Fall solltet ihr eure Belohnung in Anspruch nehmen, bevor ihr fortfahrt. Mannstärke und Zenturionesstatus. Ihr solltet euch auch die Zeit nehmen, diese Anzeige durchzugehen, um zu sehen, was sich während der Schlacht verändert hat. Achtet besonders auf die verbleibende Mannstärke eurer Legion und prüft, ob welche eurer Zenturiones im Kampf getötet wurden. Ne, die leben alle. Ihr habt hier so ein bisschen Erfahrung bekommen, die auch. Die irgendwie nicht. Eure Legion hat die Region erfolgreich besetzt. Ihr habt 11 Sklaven erhalten, 34 Denarien erhalten. So wenig. Feindlichen Truppen wurden gänzlich vernichtet. Eingesetzte Kriegslisten. Das ist cool. Aber muss ich sagen, das macht echt Spaß. Greift an. 3, 5. Das habe ich nicht so ganz raus, wofür das ist. Die Eroberung von Asia Minor. Besprecht die Belagerung von Mytilene mit dem Primus Pilus der Legio Victris. Ja. Ein ins Lagerhaus. Ich wollte mir da nochmal. Ich glaube, 6 können wir dann sogar mitnehmen. Ich wollte nochmal reinschauen. Einfach aus Neugierde. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Guck mal, bei Tag sind wir jetzt hier. Ah doch, guck mal, hier sind Leute jetzt. Lauf mal hin da. Erste kleine Schlacht hier stattgefunden bei Nacht. Können wir was machen? Ach, guck mal hier. Zeichen der Libitanei. Talisman. Einziger Zielgenauigkeit 2. Alle Widerstand durchbohrender Schadenswiderstand. Von euch getötete Feinde werden immer auf die brutalste mögliche Art sterben. Libitina ist die römische Göttin der Bestattung und Begräbnisse. Jene, die ihr Symbol tragen, sind als Todesboten gekennzeichnet. Ja, nimm mit. Cool, guck mal. Dann lohnt sich das auch nochmal in vergangene Geschichten noch ein zweites Mal aufzusuchen. Zielgenauigkeit, Widerstände durch. Ja, guck mal. Sie ist jetzt unsere Todesbotin. Gut. Sonst war hier nichts weiter. Auf den Hocker setzen brauche ich mich nicht. So, ja, mehr war hier nicht, ne? Hier hinten irgendwie weiter geht's nicht. Okay, verlassen. Nur eine Fleischwunde. Habt ihr Streiftreffer satt? Dann versucht eure Gegner zu flankieren. Okay, da müssen wir hin. Und nach Mytilene hier unten werde ich dann gleich auch nochmal rein. Garnison in Mytilene. Besucht das Legionsherde, um zu handeln. Prätorianer, Centurio, Gegenstände, bla bla bla, Kriegslisten und so weiter.
Okay. Ja, ich quatsch mal direkt hier um. Ich glaube, ich hoffe, alles ist gut. Wirklich was machen kann ich eh noch nicht. Für den einfachen Mann wirkt eine Eroberung trivial. Ihr hingegen erkennt die Feinheiten eines solchen Unterfangens. Genug mit der Kriecherei. Wir haben Aufgaben zu bewältigen. Die Götter waren mir bisher gewogen. Ich bitte nur, dass es so bleibt. Ich bin ein geborener Anführer. Das scheint wirklich der Fall zu sein. Aber vielleicht arrangieren wir den Triumph nicht jetzt schon. Wir haben Mytilene umzingelt, aber die eigentliche Stadt müssen wir noch erobern. Archelaus ist ein arroganter Mann, aber auch ein fähiger General. Okay, dann lass uns Mytilene angreifen. Wir können die Insel wegen als Winzing Doris nicht erobern. Ja. Wir machen uns für einen direkten Angriff auf die Stadt bereit. Die Festung muss schnell fallen. Ich werde wieder mit einer Gruppe von Vertrauten durch den Hafen hineinschleichen, wie schon mal. Mein Kapitän wird den Angriff durch das Hauptwerk anführen. Sobald Achilles gefallen ist, wird die Verteidigung schnell zusammenbrechen. Der Hafen ist voller ausgebrannter Schiffswracks. Kein Triarchus kommt durch diese Trümmer. Ich kenne einen Triarchus, der das schaffen könnte und schuld ihm einen Gefallen. Ah, der Mann, mit dessen Schiff ihr hier ankamt? Eine gute Idee. Geminus gilt als sehr begabter Navigator. Wie immer sind wir bereit, auf euren Befehl hin zu marschieren, Legate. Hey, optional. Redet mit Geminus. Wo finde ich den denn jetzt? Legate, ich stehe euch zu... Ne, mach weiter. Der war's nicht. Der auch nicht. Das ist der Händler. Aber hier wollte ich trotzdem mal reinschauen, ob es was Ave gibt. Ave Legate! Ne, es gibt keine weiteren Sklaven. Quest optional. Gruppenverwaltung. Vorpostenverwaltung. Was ist der? Synoros. Der ist es auch nicht. Da geht's dann schon nach draußen. Ich stehe euch zu Diensten. Lass uns später sprechen. Verbesserung. Ja, können wir nichts machen. Wo ist denn der jetzt? Optional, rede mit dem Geminus darüber. Warte mal, war das nicht? Ich stehe euch zu Diensten. Gehen wir hier mal hin. Ja, hier ist optional. Am meisten vermisse ich meinen Hund. Ich hoffe, meine Frau... Ah, hier ist optional. Rede mit Geminus. Okay, dann hin da. Rein ins Kriegslager. Ressourcen aufgefüllt. Wasser. Ja, sehr schön. War er das? Sextus, aber den können wir auch noch mal quatschen. Ave Legate. Ah, ne, da haben wir nichts Neues. Ab nach da oben. Da ist er. Guck mal. Mein Freund, ich hatte gehört, dass ihr vom Konsul höchstpersönlich zum Legatus gemacht wurdet. Es ist eine Ehre, euch auf meiner Galeere zu Gast gehabt zu haben.
Ich schulde mir euer Leben, Geminus. Ich bin dir diese Schuld. Ihr sagt, ich soll zu euch kommen, wenn ich einen guten Navigator bräuchte. Und das meinte ich vom ganzen Herzen so. Bitte sagt, wie dieser einfache Triarchus euch dienen kann. Wir bereiten einen Angriff auf Mytilene vor. Ich will mich in den Hafen schleichen, aber es ist voller Wracks. Ihr werdet mich und meine Spekulatius in den Hafen von Mytilene bringen, egal was für euch oder euer Schiff bedeutet. Ja. Das kann ich für euch tun. Es ist das Mindeste, was ich tun kann, um euch zu danken. Hört zu, ich muss euch etwas gestehen. Euer Freund, der Gladiator, hatte recht, was mich angeht. Ich hatte unsere Route an die Rebellen von Lesbos weitergegeben. Seit ihr mein Leben verschont habt, lag ich jede Nacht von meiner Schuld geplagt wach. Ich wünschte, ich könnte mich eurer Gnade als würdig erweisen. Solcher Verrat ist nicht leicht zu vergeben. Es wird mehr als diesen Gefallen brauchen, um die Schuld zu tilgen. Immerhin war er jetzt ehrlich. Dies ist eure Gelegenheit, euch Vergebung zu erarbeiten. Bringt uns sicher nach Mytilene hinein und wir können all das hinter uns lassen. Wenn das alles ist, sehe ich mich für eure Gnade als zweifach von den Göttern gesegnet an. Ich werde das Schiff sofort vorbereiten und zum Norden der Insel segeln. Trefft mich in der Nähe von Mytilene und ich übernehme den Rest. Sehr cool. Ja, Gebiet verlassen. So. Was haben wir denn hier noch unterwegs? Lagerhaus waren wir nochmal. Dann, okay. Ab nach unten. Da komme ich gar nicht hoch, ne? Mytilene ist die einzige echte Stadt auf Lebo. In den letzten Jahren finden hier aber immer mehr Piratenschiffe ein. Ja, kennen wir schon. Alle Mann an Bord und rein. Das ist euer Ende, Archelaus. Ergebt euch, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Oh, große und schreckenerregende Römer! Tausend Dank für eure Gnade und Nachsichtigkeit. Ich habe in Erwartung eurer Ankunft vor Angst gezittert. Soll ich auf die Knie fallen und um mein Leben betteln? Legt eure Waffen nieder, ihr werdet gerecht behandelt, das schwöre ich euch, ja. Das schwört ihr? Ah, da fühle ich mich direkt viel besser. Und wer hat euch gesagt, dass ihr euch einfach so in ein Gespräch zwischen Erwachsenen einmischen dürft? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit dem Kommandanten der Legio Victrix. Dieser kleine Junge ist kaum fähig, eine Gruppe reisender Schausteller zu kommandieren. Glaubt ihr wirklich, dass ihr mich ausgerechnet hier würdet herausfordern können? Dies ist jetzt meine Insel. Ihr seid nichts als eine Störung. Ja, es gab schon viele, die ebenso dachten, sind alle tot. Dies ist eure letzte Chance. Ergebt euch und vielleicht verschont ihr euch. Ihr seid nichts weiter als der gemeine Anführer einer Diebesbande. Seht euch um. Eure Insel gehört bereits uns. Ist das wirklich so? In eurer maßlosen Arroganz dachtet ihr, ihr könntet einfach ein zweites Mal durch die Tore Mytilenes marschieren und den Kopf ihres Kommandanten einfordern. Vorhersehbar und erbärmlich. Ihr seid nun meiner Gnade ausgeliefert, genau wie ich es geplant habe. Nachdem ich euch getötet habe, erledige ich euren Konsul. Vorbereiter. Reduziert Achilles Truppen auf 8, um ihn zur Aufgabe zu bringen. 13 Feinde noch im Leben, also 5 müssen wir erlegen. Da haben wir ja schon ein paar Freiwillige. Ölfass. Guck mal, die könnte ich. Was ist das? Speerfass. Ich bin in diesem Fass gelagert. Nehmt ein Pilum auf, wenn es. Okay, schade. Ich dachte, das wäre ein Ölfass. Er hat gleich die Fackel reingeschmissen. Optional tötet Achilles. Der ist da oben, ne? 1, 2, 3. Ja, ich würde sagen, hier mache ich einen kleinen Break und den Kampf schauen wir uns in der nächsten Folge an. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao!